Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Mesh. In meinem heutigen Quick-Tipp geht es um das Thema Geometrie in Affinity Designer. Dieser Quick-Tipp wird heute etwas länger dauern, weil es mehrere Funktionen gibt. Man nennt diese Geometrie-Funktion auch Boolesche Operationen. Die hießen früher auch mal Operationen in der letzten Version von Affinity Designer. Und ich will gar nicht lange vorreden, sondern gleich starten. Es geht um diese Funktion hier und die findet ihr in Affinity Designer hier oben in der Symbolleiste. Wir beginnen mit der Funktion hinzufügen. Dazu habe ich hier schon mal zur Demonstration eine Kleinigkeit vorbereitet, an der ich euch einfach zeigen möchte, was es mit diesen Symbolen auf sich hat, und dann kann man auch relativ schnell verstehen, was man damit machen kann. Für diejenigen, die vom Pathfinder kommen, die werden ähnliche Operationen kennen. Ich öffne mal hier diese Ebene und markiere einfach diese beiden Elemente. Bei der Geometrie-Option hinzufügen kann ich aus mehreren Formen eine neue Form erstellen. Ich habe jetzt mal beide Formen markiert und wenn ihr hier oben auf dieses Symbol klickt, auf hinzufügen, dann wird daraus eine neue Form. Mit dem Knotenwerkzeug, Taste A, könnt ihr auch sehen, dass ihr jetzt tatsächlich eine ganz neue Form geschaffen habt. Die vorherige Geometrie ist jetzt verschwunden. Dieses Verfahren nennt sich auch destruktives Verfahren. Beim nicht destruktiven Verfahren könnt ihr auch anders vorgehen. Ich mache nochmal rückgängig. Und das gilt für fast alle Geometrieoperationen. Ihr könnt auch, wenn ihr hier oben auf diese Schaltfläche klickt, die Option-Taste drücken oder die Alt-Taste. Das mache ich mal. Und jetzt seht ihr, dass der hier einen neuen Layer erstellt hat. Der nennt sich Montage-Layer. Und wenn ihr den mal aufklappt, dann seht ihr, dass ihr jetzt hier im Ebenenpanel beide Objekte erhalten habt und ihr habt hier eine neue Schaltfläche. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr hier die Geometrie-Option, die ihr verwenden möchtet, auswählen und seht sofort, was welche Option bewirken würde. Ich bleibe jetzt mal hier und wenn ihr jetzt zum Beispiel das Objekt verschieben wollt, dann könnt ihr es jetzt noch im Nachhinein verschieben. Also diese Funktion mit gedrückter Alt- oder Option-Taste ist eine nicht destruktive Funktion. Die ist sehr praktisch und ihr könnt im Nachhinein so noch eure Formen verändern. Ich bleibe jetzt mal bei dieser Variante. Damit haben wir schon die Funktion Add oder Hinzufügen erklärt. Das Ganze dunkle ich mal ein bisschen ab und wir gehen jetzt gleich rüber zur nächsten Funktion, das ist Subtrahieren. Beim Subtrahieren wird immer das obere Objekt von dem unteren Objekt abgezogen. In diesem Fall würde also der Kreis von dem Quadrat abgezogen. Ich führe das mal vor und ihr seht jetzt hier schon sehr schön, dass quasi der Kreis an dieser Stelle vom Quadrat abgezogen wurde. Das Ganze, mache ich mal wieder rückgängig, könnt ihr natürlich wieder mit gedrückter Alt-Taste machen und dann habt ihr den Effekt, dass ihr wieder hier einen neuen Layer habt und könnt jetzt hergehen und sagen, ich möchte den Kreis noch ein Stück verschieben. Ich schalte mal um auf das Verschieben-Werkzeug mit der Taste V und jetzt könnt ihr den hier beliebig platzieren und abziehen. Auch das Objekt lasse ich jetzt mal in diesem Modus, also im nicht destruktiven Modus, und dunkle das Ganze auch mal ein kleines bisschen ab. Das mache ich übrigens mit den Zahlen. Wenn ich auf die 6 drücke, wird das hier auf 60% Deckkraft eingestellt. Nehmen wir nun das nächste Objekt. Es geht jetzt um das Überlappen. Ich möchte also quasi, man könnte das auch Schnittmenge nennen, ich möchte quasi die Schnittmenge von dem Quadrat und dem Kreis erstellen. Und dazu mache ich Folgendes. Ich markiere die beiden Objekte wieder mit gedrückter Shift-Taste, beide Objekte markieren. Und wenn ihr jetzt hier das Überlappen oder die Überlappen-Funktion in der Geometrie auswählt, dann behaltet ihr quasi nur diese Schnittmenge. Mit der Leertaste könnt ihr auch die Markierung ausschalten. Wenn ihr die Leertaste wieder loslasst, dann sind die Markierungsankerpunkte wieder zu sehen.
Auch diese Funktion, ich mache sie nochmal rückgängig, könnt ihr selbstverständlich mit der Optionstaste oder mit der Alt-Taste nicht destruktiv ausführen und ihr erhaltet wieder einen neuen Layer und könnt im Nachhinein hier die Objekte verschieben. Ich wähle das wieder aus, drücke auf 6 und habe das jetzt auch mal etwas abgedunkelt, dadurch, dass ich die Deckkraft verringert habe. Der nächste Punkt ist dann das Aufteilen. Beim Aufteilen könnt ihr aus allen Formen und Schnittmengen neue Elemente oder neue Formen erstellen. Ich markiere beide Objekte. Und jetzt gehe ich hier oben auf Aufteilen. Und bei dieser Funktion gibt es eine kleine Besonderheit. Ihr erhaltet ja 3 neue Teile. Damit ist diese Funktion nur destruktiv verfügbar. Ist ja auch schwierig, weil ihr müsstet dann ein zerschnittenes Stück, das in mehrere Teile aufgelöst wird, trotzdem irgendwie zusammenhalten. Und das entspricht ja nicht der Logik von den Boolschen Operationen. Und so könnt ihr eben hier nur neue Objekte erzeugen. Und diese Objekte könnt ihr jetzt quasi einzeln anfassen und auseinanderziehen. Ich benutze das zum Beispiel, wenn ich 2 Ringe miteinander verbinden möchte, dann habe ich ja zwangsläufig einmal eine Unterführung und einmal eine Oberführung und ich zerlege quasi so diese 2 Ringe und kann dann sagen, hol mir mal die eine Ebene nach oben und die andere setz mal bitte nach unten. Und dann habe ich den Effekt, dass die Ringe miteinander verbunden sind. Kommen wir zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist das sogenannte Kombinieren. Beim Kombinieren erhaltet ihr in diesem Fall, ich wähle mal die beiden Objekte aus, die 3 dunkle ich nochmal ab auf 60%, wähle die beiden aus und jetzt möchte ich hier die Geometrie kombinieren. Beim Kombinieren wird quasi alles außer der Schnittmenge zu einem Objekt zusammengeschmolzen und ihr seht jetzt hier, dass ich quasi die Schnittmenge entfernt habe. Ich mache das nochmal rückgängig und schaue mal, ob man das auch nicht destruktiv machen kann. Und das funktioniert jetzt wieder, denn ihr könnt im Nachhinein hier die Objekte verschieben und somit die Schnittmenge der beiden Objekte verändern. Das war erstmal ein kleiner Überblick. Was ich euch damit zeigen wollte, ist erstmal die Funktion dieser Elemente und ich habe deswegen auch ganz bewusst das Quadrat und den Kreis ausgewählt, um einfach mal diese Effekte darzustellen. Beispielsweise hier beim Aufteilen seht ihr jetzt auch, wenn ich dieses Objekt nehme, ich kann mal gerade eine Linie drum zumachen. Ich wechsle hier mit der Taste X auf die Kontur, dann setze ich dort eine Linie rein und wenn ich jetzt diese Linie hier mal ausblende, dann kann man schon in etwa sehen, was dort passiert. Und dieses Objekt entspricht dann quasi auch dem, was ihr hier oben seht. So, jetzt noch ein paar Besonderheiten. Ihr könnt beim Hinzufügen oder beim Addieren auch mehrere Objekte, die nicht, ich stelle mal gerade ein paar Objekte, die nicht miteinander verbunden sind oder sich nicht berühren, könnt ihr auch zu einer neuen Form zusammenbringen. Ihr erhaltet dann hier im Ebenenpanel nur noch einen einzigen Layer oder eine einzelne Ebene. Und diese Ebene könnt ihr beispielsweise dazu benutzen, um im nächsten Schritt das Ganze von einem Rechteck abzuziehen. Ich nehme jetzt mal diese Ebene, ziehe die hier rein. Jetzt muss die natürlich darüber liegen. Und wenn ich jetzt beide markiere, kann ich hergehen und sagen, okay, subtrahier mir das mal und so könnt ihr auch neue Formen erstellen. Ja, und zu guter Letzt noch ein weiteres Beispiel.
Das Ganze funktioniert natürlich auch. Wir arbeiten in einer Vektorsoftware. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Schriften. Ich nehme jetzt mal hier eine Schrift. Schreibe zum Beispiel mal Affinity. Ihr braucht das nicht in Kurven umzuwandeln. Ihr könnt hier jetzt einfach mit dem Verschieben-Werkzeug, Taste V, die Schrift nehmen, hier drüber legen und dann beispielsweise diese Schrift abziehen von dem Objekt. Dazu markiert ihr wieder beide Objekte. Wenn ihr das nicht destruktiv haben möchtet, drückt ihr die Optionstaste und dann hier auf Subtrahieren. Und dann wird das Subtrahieren von dem Objekt abgezogen. Das ist jetzt mit der Kontur natürlich noch nicht ganz so schön. Dazu gehe ich mal gerade hier drauf und schalte die Kontur aus. Und jetzt seht ihr, dass ihr das quasi ausgeschnitten habt. Und der Vorteil an dieser Methode ist, dass ihr jetzt im Nachhinein den Text immer noch editieren könnt und sagen könnt, ich möchte einen anderen Text. Und selbstverständlich könnt ihr auch bei diesen Objekten, wichtig ist nur, dass ihr das richtige Objekt auswählt, könnt ihr auch bei diesen Texten jetzt ganz normal eure Effekte anwenden. Nicht auf die Schrift, nicht auf das Rechteck, sondern ihr nehmt jetzt quasi die Montage und könnt als Beispiel, ich füge jetzt mal einen Schatten nach außen hinzu und der wird dann auch angewendet auf das gesamte Objekt. Das Ganze setze ich mal ein Stück weit nach außen, den Versatz. Und dann seht ihr, dass ihr hier quasi so einen Stanzeffekt habt. Ja, das war mein heutiger Quick-Tipp zum Thema Geometrie in Affinity Designer. Ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Technik, dann postet die bitte einfach unten in den Kommentaren. Ich versuche, die immer möglichst zeitnah zu beantworten. Vielleicht werden sie auch schon von anderen Benutzern beantwortet. Dafür sage ich an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen möchtet, dann abonniert meinen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Mensch Mesh.